Toll, danke. Steht mir eigentlich nicht an, das macht man eigentlich erst am Ende, aber für die großartige Band, die eines meiner Lieblings-R&B-Lieder gespielt hat, nämlich Don't Let Go, mein Applaus. Ich habe laut mitgegrölt, die Organisatoren haben mich dann zur Tür rausgezogen. Ich dachte schon, ich darf nicht mehr auftreten. Zum folgenden Text. Die Farbe Braun ist ja ein bisschen in Verruf geraten. Was ich schade finde, weil das ist ja meine Hautfarbe und ich finde die deshalb irgendwie ziemlich gut. Ab und zu kommen so auch Leute auf der Straße und sagen, hey, du hast so schön und braune farbene Haut, darf ich mal anfassen? Und ich so, ja. Und alles total cool, alle freuen sich. Der Text heißt Braun. Nazis raus! Das sagt sich immer so leicht und dann klatschen alle und freuen sich. Aber sind die Nazis erstmal draußen an der frischen Luft? Machen sie ja doch nur furchtbaren Unsinn und dann klatscht keiner mehr, außer die Nazis. Ich habe da einen alternativen Slogan entwickelt, der ist sehr kämpferisch und lautet: Nazis, bleib doch bitte zu Hause. Doch auf mich hört ja mal wieder keiner und jetzt sind sie draußen, die Nazis, nachts in einer menschenleeren Straße, alleine mit mir. Alle drei sind ziemliche Blockflötengesichter, weshalb ich sie in Gedanken Nazi-Tick, Nazi-Tick und Nazi-Track nenne. Nazi-Tick ist groß, trägt eine Schiebermütze und eine Thorsteiner-Jacke. Nazi-Trick ist eine Art Rechtsmettler mit langen Haaren und einer Kutte mit germanischen Runen. Nur Nazi-Track sieht aus wie ein traditioneller Neonazi. Also wie ein kleiner, dicker Dio-Roller. Mit Bomberjacke. Nazi-Tick zeigt jetzt auf mich und ruft: Hey Fidschi, gleich beißt du Kante! So. Das fehlende Nazi-Schweifel, also dass ich mit meinem Mund in eine Bornsteinkante beiße, dann wollen sie mir auf den Hinterkopf springen. Ich halte nicht viel von ihrem Vorhaben. Doch jetzt ist es zu spät, um wegzulaufen, weshalb ich versuche, mich bei ihnen beliebt zu machen. Ich habe braune Haut, sie eine braune Gesinnung. Das muss doch irgendwie zusammenpassen. Ein kleiner Witz zum Kennenlernen eignet sich immer gut, um das Eis zu brechen. Darum deute ich jetzt auf Nazi-Tick und rufe: Deine Mutter ist nicht so blond wie meine Mutter. Die Nazis lachen nicht, können das aber trotzdem nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb kramen wir alle kurz darauf in unseren Portemonnaies herum und vergleichen die Fotos unserer Mütter. Ich gewinne, weil meine Mutter tatsächlich wie ein fleischgewordenes Fräulein Windel der 50er Jahre aussieht. Bevor sich das Blatt wenden kann, lüge ich eilig, dass mein Vater ebenfalls ein nordisches Prachtstück sei. Nazi-Trick fragt jetzt allerdings misstrauisch, warum ich dann braune Haut habe. Pigmentstörung, sage ich. Wie bei Michael Jackson? Fragt Nazi-Track. Genau, wie bei Michael Jackson. Nur umgekehrt, sage ich. Nazis stehen auf Verschwörungstheorien. Deshalb erzähle ich nun, wie jüdisch-kapitalistische Weltverschwörer einen pigmentstörenden Virus auf die Welt losließen, um die weiße Rasse zu vernichten. Und wie sie Michael Jackson umbrachten, weil er einfach zu viel wusste. Die Nazis wirken betroffen. Diese verdammten Juden, sagt Nazi-Tick fassungslos, aber was kann man dagegen machen? Ich erwähne, dass ich eine nahegelegene Kneipe besitze, die Wolfschanze heißt. Und in der man prima Pläne zur Rettung der völkischen Lebensart schmieden kann. Bald gehen wir Arm in Arm durch die Stadt und grünen laut als das Horst-Wessels-Lied. Länger als nötig möchte ich aber nicht Teil der fantastischen Nazi-Vier bleiben. Ich will nur unbeschadet in eine belebtere Ecke dieser Stadt. Und tatsächlich kommen uns nach ein paar hundert Metern drei Polizisten entgegen. Was ist denn hier los? Weshalb singen Sie verfassungsfeindliche Lieder? Fragt einer von ihnen. Bevor ich etwas sagen kann, zückt der Nazi-Mettler einen Ausweis und wedelt damit herum. Alles Tarnung, Herr Kollege, ich bin vom Verfassungsschutz. Meint der Mann, der mir noch vor ein paar Minuten auf den Schädel springen wollte. Und ich bin Vormann vom BKA, sagt der Nazi mit der Schiebermütze. Er zeigt jetzt auf den Deo-Roller und mich und ruft: Melde gehorsamst, dass diese beiden Subjekte Pläne zur Bildung einer rechtsradikalen Vereinigung verfolgen. Ich schaue mir die Polizisten genauer an. Sie sehen komisch aus.
Sie sind extrem blass und so dünn, dass ihnen ihre Uniformen förmlich am Körper schlottern. Außerdem tragen sie in den Pistolenhölzern keine Waffen, sondern Karotten. Wahrscheinlich sind es Veganer, denke ich. Aber Polizisten können keine dünnen Veganer sein. Polizisten haben Currywurst zu essen und Schnurrbärte zu tragen. Ich zähle eins und eins zusammen. Ihr seid doch keine Polizisten. Ihr seid doch von der Antifa, sage ich zu den Uniformträgern. Woher weißt du das denn? Fragt einer von ihnen mich jetzt. Dazu sage ich lieber nichts. Zwar kenne ich niemanden, der aktiv in der Antifa ist, dafür aber jede Menge die Leute, die austraten, weil die denen zu faschomäßig drauf waren. Aber warum verkleidet ihr euch als Polizisten, frage ich stattdessen. Naja, wenn die Bullen die Nazis so gründlich unterwandern, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wer Nazis ist und wer nicht, dachten wir, dass wir am besten raus sind, wer Nazis ist und nicht, wo wir die Bullen unterwandern. Schlauer Plan, sage ich. Nazi-Trick und Nazi-Tick sehen das anders und wollen die Uniformträger nur wegen Amtsanmaßung verhaften. Die Antifaler beschimpfen sie als Scheißbullen. Der Deo-Roller und ich nutzen ihr Wortgefecht, um wegzulaufen. Ich habe die letzte Seite vergessen. Naja, es geht so weiter. Echt? Bald sind der Deo-Roller und ich alleine nachts in einer menschenleeren Straße. Mir fällt auf, dass der Nazi viel kleiner ist als ich. Ich schaue herunter zu ihm und sage, wie es sich denn so anfühlt. So als Herrenmensch. Nazi-Tick wird kleinlaut. Eigentlich bin ich ja gar nicht rechts, sagt er. Ach, geh doch nach Hause, sage ich und bleibe bitte da. Vielen Dank.